Herzlich willkommen beim Tienchen. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Es ist ein bisschen makaber und ein bisschen gruselig, aber es ist zum Halloween-Thema. Und wie ihr schon unschwer erkennen könnt, es ist ein Sarg. Den habe ich wieder in der alten Manier gemacht, wie ihr das schon kennt, mit Graupappe und Nassklebeband. Ich blende euch jetzt gleich Bilder ein, wie ich das gemacht habe, wie ich es zugeschnitten habe, wie die einzelnen Schritte waren. Das Prinzip kennt ihr, deswegen habe ich nur Fotos gemacht. Dann habe ich hier für euch meine Schablone und ich hoffe, ihr seht alles. Das mit dem Karo hat sich irgendwie, die Kamera mag das Karo nicht. Also die obere Seite habe ich 9,4 x 6 cm gemacht. Ich versuche das nochmal einzublenden nachher. Ich weiß nicht, ob das klappt, dass ich euch das groß einblende. Dann ist hier die Schräge jeweils 6,6 x 6 cm. Diese Schräge hier 17,5 x 6 cm und die hier unten 8,5 x 6 cm. Für alle, die es interessiert und die das vielleicht nachbauen wollen. Dann habe ich letztes Jahr aus der Kollektion von La Blanche, mit der ich meine Halloween-Mini-Alben gemacht habe, von diesen Papieren in ihrem Shop noch was ergattern können. Das habe ich mir hier schon mal zurechtgeschnitten. Also hier für den Boden und für die Seiten, das müsst ihr halt jeweils messen, wie groß ihr dann euren Sarg macht, wenn ihr einen machen wollt. Also das wird hier für innen reingeklebt und für den Deckel habe ich auch schon was. Das fällt jetzt natürlich um, ist klar. Also messen, zurechtschneiden, klar, kennt ihr. Jetzt habe ich mal die Box gemacht. Und werde die jetzt mit dem Motivpapier kleben. Bevor ich das tue, werde ich aber, weil mir das Weiß nicht gefällt, also ich habe mir das für die Außenseite auch schon zugeschnitten, ich werde es vorher an den Rändern mit schwarzer Acrylfarbe anmalen. Damit der Sarg an den Rändern schwarz ist und dann das Papier draufkleben. So, ihr Lieben. Bevor ich euch jetzt zeige, wie weit ich bin mit meinem Sarg, wollte ich euch noch was erklären. Und zwar werdet ihr nebenan dem Sarg Griffe entdecken. Das sind die hier von Doreen Beats. Ich werde es euch in der Infobox verlinken, wenn ich dran denke. Und ich mache das immer so. Die haben oben drei Löcher und unten auch drei Löcher. So seht ihr es. Und da mache ich Brads rein, benutze aber nur zwei zur Befestigung und die anderen stecke ich einfach rein und biege sie hinten um. Also ich habe hier diese kleinen, kann ich euch auch verlinken, wenn ihr Interesse habt. Also die beiden an den Oberseiten, die beiden äußeren, die lasse ich so. Und befestige damit etwas und mache aber auch noch Kleber hinten drauf zusätzlich. Und alle anderen Löcher, damit die nicht offen stehen, fülle ich mit den Brads aus. Mache aber jetzt dann nicht 1000 Löcher in das Objekt, wo das dran soll, sondern stecke die durch und biege die einfach hinten um. Fertig. Dann ist das Loch gefüllt. Aber ihr müsst da nicht 1000 Löcher machen. Es sieht schöner aus. Und diese beiden hier an den Außenseiten mache ich zwei Löcher, mache das hinten voll mit Kleber und biege die hinten um. Also brauche ich nur zwei Löcher. Diese Griffe werdet ihr jetzt finden. Ich habe vor vielen Jahren auf einer Puppenmesse mal so ein kleines Körbchen gekauft
mit einer Puppe drin. Und in dem Körbchen war Bettwäsche, also ein kleines Kissen und eine kleine Decke. Ganz makaber, ehrlich gesagt, ein bisschen. Ich kam mir ein bisschen komisch vor. Meinen Sarg mit einem Kissen und einer Decke ausgestattet und habe den Fridolin, also dieses Skelett, das ich letztes Jahr schon benutzt habe und habe es mit Rusty auf mein Mini-Album geklebt, den habe ich da reingelegt. Und jetzt zeige ich euch mal, wie es aussieht. Das ist mein Sarg und ich finde ihn mega gelungen, muss ich ganz eingebildet zugeben. Liegt aber wahrscheinlich an dem mega tollen Papier. Wie ich das mit diesen Kanten gemacht habe, da blende ich euch jetzt gleich mal Bilder ein. Denn die müsst ihr nicht nur außen, sondern auch hier die Ecken und unten und innen am Boden, das müsst ihr alles schwarz machen. Also so, als würdet ihr etwas distressen. Sorry, Frosch. Rundrum alle Kanten, Ecken, innen, außen schwarz machen. Der Boden ist ganz schwarz und an den Seiten, sieht cool aus, oder? Habe ich jeweils zwei von diesen Griffen angebracht und habe hier oben so als Verzierung so zwei Nieten reingemacht auf jeder Seite. Hier ist das Totenköpfchen. Hier ist eine Spinne. Hier sind auch die beiden Nieten. Und hier unten steht Happy Halloween. Und bevor ich das jetzt aufmache, wollte ich euch noch was anderes zeigen. Und zwar, ich habe ja das tolle Tauschpaket von der Steffi gehabt, von der Crazy Unicorn. Wenn du das siehst, liebe Steffi, deine Resinteile finden hier wahnsinnig viel Verwendung. Und zwar war da dieser schöne Rahmen dabei und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Der besteht aus Totenköpfen. Das fand ich jetzt extrem passend. Und wie ich euch das schon bei meinem Setzkasten gezeigt habe, mit den Rahmen, ich habe den also mit schwarzer Acrylfarbe angemalt. Und dann werde ich jetzt noch hier mit meiner Goldpaste drüber gehen. Und tata, ihr könnt die Totenköpfe erkennen, weil diese Paste die Strukturen rausholt. Also einfach so drüber fahren und dann habt ihr das Motiv wieder sichtbar, dass man, wie ihr es jetzt hier schön erkennen könnt, auf der anderen Seite muss man wirklich ganz genau hinsehen, um zu sehen, was sind das für Motive, aber hier wird es richtig geil rausgeholt. Den mache ich noch fertig. Dann möchte ich den hier drauf machen. Außen auf den Deckel und hab, liebe Steffi, die Flügel sind auch von dir. Die waren also durchsichtig. Die habe ich einfach nur mit der Goldpaste gemacht. Hier mit dem, aber das könnt ihr mit jeder Goldpaste machen. Mit dem feuchten Pinsel angestrichen, damit es auch schön in die Zwischenräume geht. Und dann so ganz leicht mit Schwarz so ein bisschen drüber. Also gerade umgekehrt. Sorry, Motorrad. Gerade umgekehrt, unten Gold und oben so ganz leicht geschwärzt und der Rahmen andersrum. Und da hatte ich aus einem Set von der Blanche, da waren solche Kringel drin, also solche Ausstanzungen mit verschiedenen Motiven. Und hier auf der Seite ist Schrift und da steht Annabelle Lee. Und das möchte ich hier drunter kleben. Und dann habe ich hier so ein Cabuchon von Doreen Beats mit so einer Skelettfrau. Das möchte ich hier in die Mitte kleben. Und dann kommt dieses ganze Gedöns, wenn es festgeklebt ist, hier mit diesen Flügeln auf den Deckel. Sieht das geil aus oder sieht das geil aus? Also ich war von meiner Idee einfach, weil ich habe ja ein großes Glas voll mit diesen Resinteilen von der Steffi. Und ich war ganz
Hab da drin geschwelgt und hab den Rahmen gefunden, weil man erinnert sich ja nicht an 50 Teile irgendwie immer wieder. Hab gedacht, ich guck mal, was da alles drin ist und fand diesen Rahmen und diese Flügel und fand es extrem passend für meinen Sargdeckel. Ganz, ganz cool, muss ich sagen. Aber man kann auch immer nur coole Ideen haben, wenn man das Material dafür hat. Jetzt zeige ich euch, wie es innen drin aussieht. Achtung, nicht erschrecken. Also Kissen, Decke und hier mein Fridolin. Ich hoffe, ihr könnt ihn erkennen. Was blöd ist, ist natürlich, ich kann das Skelett jetzt hier nicht rostig machen, weil es liegt ja ganz gemütlich in einem Sarg und da wird es nicht rostig und auch nicht schmutzig. Also das ist der, den ihr schon kennt vom letzten Halloween. Und die beiden Hände, die waren hier festgemacht, die habe ich einfach abgeschnitten, damit ich sie ihm über die Decke legen kann. Und damit ihr jetzt seht, wie es innen gemacht ist, nehme ich die Bettwäsche mal raus. Ich wollte hier an den Seiten eigentlich Scharniere machen. Ich habe auch zwei, aber erstens waren die in Gold und dann hätten mir die Scharniere den Deckel um ein paar Millimeter verschoben. Also egal, wie ich sie festgemacht habe, ob mit der Wulst nach innen oder nach außen. Ich zeige sie euch mal, damit ihr wisst, was ich meine. Also die habe ich gehabt. Jetzt hätte das Gold ja wahrscheinlich eh nicht gepasst, aber das hätte ich vielleicht farblich anpassen können. Die haben hier so eine Wulst, so eine Rolle. Und wenn ich die nach innen gemacht habe, dann stand mir hier neben das Papier auf und hat mir den ganzen Deckel um diese 1-2 mm nach außen verschoben. Er war also hier nicht mehr schön bündig, sondern er stand ab. Dann habe ich gedacht, ich muss es umdrehen, dass die Wulst außen ist. Hat aber auch nicht funktioniert. Dann hatte ich hier so einen großen Abstand dazwischen. Also habe ich die Scharniere wieder abgemacht, habe hier nur die Brads drin gelassen, die ich mir natürlich schon vorbereitet hatte. Ich habe es ja ausprobiert. Habe die so nur zur Zierde wieder reingesteckt und habe mir innen einfach Papier geklebt. Also ich habe mir einen Streifen gemacht von 4 cm. Hab den in der Mitte gefalzt, hab 2 cm hier innen reingeklebt und mit den anderen 2 cm habe ich den Deckel befestigt. Dann das Papier draufgeklebt und Innenpapier. Das Einzige, was ihr jetzt hier innen seht, das sind die Brads. Aber wenn ihr das zum Beispiel auch innen mit Spitze ausklebt, habe ich mir auch überlegt, könnte ich machen. In den Särgen ist ja auch immer so anderes Gedöns noch, außer Bettwäsche, also solche Verzierungen. Das war jetzt hier um das Körbchen rum. Wenn ihr also keine Bettwäsche habt und ihr wollt eure Brads verdecken, weil ihr, so wie ich, reparieren musstet und die Brads jetzt eben oben drauf liegen. Im Idealfall hättet ihr das unten drunter und das Papier oben drüber, aber das ging eben nicht, weil es... Ich habe es verpennt. Ich habe erst das Papier reingeklebt und habe dann gemerkt, du musst ja noch die Griffe anbringen. Dann könnt ihr euch auch Spitze nehmen. Sowas habt ihr wahrscheinlich eher wie jetzt gerade so eine Puppenbettwäsche. Und könnt euch die hier innen reinkleben. Das sieht dann auch ziemlich wie so ein ausgestatteter Sarg aus, sage ich jetzt mal. Und könnt euch damit die Brads verdecken. Dann ist natürlich auch das Papier verdeckt, aber wenn ihr das nur an den Seiten macht, das ist ja aber nur für den Fall, dass ihr euch vertan habt und habt erst das Papier reingeklebt und dann die Brads reingemacht. Da ich das für euch jetzt aber schon ausprobiert hab und ihr wisst jetzt, dass es blöd ist, wenn die Brads auf dem Papier liegen, werdet ihr dran denken. Ich habe das jetzt für euch schon mal falsch gemacht. Hier seht ihr also auch innen drin die kleinen Brads, die jetzt auf dem Papier liegen, was natürlich nicht so schön ist. Alles in allem, also die auf den Bildern mit dem Gemalten seht ihr, ihr müsst unten in die Ecken, seitlich in die Ecken, also alles einmal rundherum komplett, damit ihr überall einen schwarzen Rahmen habt. Und jetzt werde ich das hier wieder einpacken. Natürlich ist dann das Papier verdeckt, aber das ist ja alles optional. Ich habe es jetzt mal so gemacht. Der hatte rote Augen, die haben mir nicht gefallen, deshalb habe ich da einfach 2 Glitzersteinchen draufgeklebt. Und das werde ich noch anbringen hier
Also zusammenkleben, den Rahmen noch fertig machen. Und alles in allem, muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Es gefällt mir ziemlich gut und ich finde es als Halloween-Deko eigentlich auch ganz schnucklig. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas anregen und ihr findet es schön oder schön gruselig, sagen wir mal so. Das kann man schön als Halloween-Deko hinstellen. Und ich danke euch fürs Zusehen. Es war schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich über Kommentare, über Daumen oder auch, wenn ihr es teilt. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, dann freue ich mich auf euch. Bis dahin, macht es gut. Tschö.